Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS19. Ich spiele auf der Karte Ravenport und auf der Konsole. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg, unsere Kartoffeln zu verkaufen. Schon wieder zurückkommen, damit dann die Ernte weitergeht. Wir müssen uns auch nochmal einen weiteren Anhänger kaufen. Mal gucken, ob wir dann nochmal eine Stippvisite im Shop machen. Oh, meine Anzeige hier flackert. Ist vom Traktor ein bisschen kaputt. Ist doch noch gar nicht so alt. Wir müssen, glaube ich, einfach der Hauptstraße jetzt folgen. Bin ich mal gespannt, was wir für die 8000 hier kriegen. Ich fand das Restaurant, da ist der Preis ist am besten gewesen gerade. So. Wir müssen mal gucken, wie es aussieht mit weiteren Gerätschaften. Was jetzt noch fehlt, ne? Also auf jeden Fall auch das Feld noch weiter beobachten. Die Sonnenblumen, wenn die soweit sind, wollen wir uns dann gleich den Drescher holen, da vielleicht ein bisschen vorher noch. Dass wir dann beide Felder gleichzeitig mit einer Maschine abernten. Den Drescher wollte ich jetzt erstmal nur mieten. So. Ja, 8000 Liter. Das sind 8 Tonnen. Ich weiß nicht. Immerhin 3000. Das ist ja schon was, ne? So, jetzt können wir eigentlich nochmal gucken im Shop. Der ist ja hier nicht weit weg, meine ich. So. Und ich würde behaupten, ein zweiter Anhänger wird auf jeden Fall Sinn machen. Muss ja jetzt auch nicht so ein teurer sein. Ne? Können jetzt auch erstmal kleiner einsteigen. Dass wir hier nicht gleich auf 27.000, sondern erst nochmal. Die stehen ja wahrscheinlich die meiste Zeit rum, denke ich mal. Und 8,5 haben wir 10.000 drauf. Ne? Und der kriegt 14. Der kriegt 14.000. Okay. Den kannst du aber auch nicht mehr erweitern dann. Aber wir brauchen ja einen Drehschemel. Denn ich glaube, zwei. Wie heißen denn die Dinger? Sind das dann. Ne, ein Achser sind es ja auch nicht. Keine Drehschema halt. Kipper einfach, ne? Naja, egal. So, von den Farben her soll es schon so ein bisschen zusammenpassen. Muss ich mal gucken. Der ist jetzt komplett grün. So. Nein. Also ich habe jetzt die Tasten noch nicht so richtig raus. Hier ist Farbe ändern. Blau, nee, das lassen wir mal. Und die Designfarbe machen wir auch mal grün. Zack. Okay, Felgenfarbe. War jetzt weiß. Mist. Naja. Ja, ist halt so ein bisschen muss es ja zusammenpassen, oder? Also jetzt weiß ich, wo die Tasten sind. Grün. Zack. So, jetzt hat er es. Und bei den Felgen, das ist jetzt kein Weiß, das ist eher ein Grau, ne? Metall, Gray, also Gray. Passt nicht. Passt nicht. Ja, komm. Passt. Pulverite. Also, dann jetzt mal zum Shop. Können wir nicht hier die Straße einfach runterfahren.
Müsste mal. Oh nein! Was ist denn jetzt passiert? Ja, mit Frontlader fahren ist gefährlich. Jetzt ein Schadensmodell, oder? So cleared und shepherd und. Oh, die Antenne ist krumm. Das fände ich geil. Aber ich glaube, die herrscht ja nicht so. Das wäre nochmal ein ganz anderes Spiel. Vielleicht für LS21? Hm? Wer weiß. Auch schon reinfahren. Steht da auf der anderen Seite was? Jupp, da ist er. Die Seemaschine ist auch hier. Dann nehmen wir den gleichen Weg zurück. So, einmal hier links rum, ne? Ja, müssen wir ihn aus der Seemaschine abholen. Dann das Saatgut können wir ja dann gleich einladen direkt. Das müsste ja erstmal reichen, denke ich. So, bevor ich wieder völlig falsch war, YouTube. Das war doch eigentlich hier. Kann ich hier hinten jetzt weiterfahren? Oder? Nee. Muss jetzt links. Und nächste, du kannst auch geradeaus fahren, feste Schleife, aber ich würde jetzt links fahren und dann die nächste rechts. Okay. Jetzt sollte uns vielleicht einfach mal die Straßennamen merken. Ein schönes Feld hier. Bin überlegen, ob wir noch eine Mission übernehmen müssen. Mal gucken, wie das jetzt passt, wenn ich jetzt weiter Kartoffel ernte, ob wir das machen können. Ich habe da eine schöne gesehen. Da würde ich vielleicht das Gerät sogar dazu mieten. Oh, es gibt 24.000. Wäre schon nicht schlecht. Irgendwas wollte ich auch mit Tieren haben. Also vielleicht mit Schafen anfangen. Oder Hühner. So, zieh hoch.
bisschen zu weit weg, ne? Warte mal. Einmal drehen, dann geht's besser. Dann hier schön dicht dran vorbei. Es hat mir ja nicht. Hat sich in die Schaufel geschmissen. Oder wollte er? Hat zum Glück auch nicht ganz geklappt. So, müssen wir auch noch Maschinen machen, sonst. So. Das müsste auch nicht gewesen sein. Das ist dann das zweite ist. So. Oder müsste auch nicht leer sein. Ich meine, es waren 8000, ne? Doch mehr, okay. 10.000 kriegt er in seinem Bunker. Nicht schlecht. Könnt ihr die beiden eigentlich auch hier stehen lassen? Da muss ich erstmal einen Traktor umsetzen. Ach nee, da vorne war die Stelle, wo wir einen rausgenommen haben. Wenn wir das Rohr nochmal einfahren. So. Nichts kaputt fahren. Ja, bei uns geht es trotzdem kaputt, weil Fruchtzerstörung ist es. Wenn man es jetzt selber abernten will, dann musst du halt Kreisfahrt machen, ne? Und der Helfer, der ignoriert das Ganze halt. Wenn man zerstört, dann die Frucht nicht. Das ist halt auch ganz praktisch. So. Hatte ich den jetzt auch nicht schon in der Garage? Hatte ich doch gebaut, ne? Würde ich auch noch fast sagen, dass wir hier mal die. Es ist so trocken. Brauchen wir jetzt keine Zwillingsbereifung. Bauen wir die mal wieder ab. Ja, hier ist noch so ein bisschen gezuckelt, ne? Mit dem. Es läuft noch nicht so flüssig. Oder halt der Roper hat einen weg, was der defekt ist. Weiß man ja nicht. Das ist unsere Werkstatt da unten. Ob es jetzt so geht oder ob er dann irgendwie mit der Schaufel rumspinnt oder so jetzt. Nee, können wir machen. Okay, Viereck. Und dann nehmen wir jetzt mal die Zwillingsbereifung. Nein, nicht kommunal. So. Fliegenbereifung nicht, sondern oder Breitreifen. Wie sahen denn die Breitreifen aus? Das sind die Trennebock. Und den normalen Standard. Wir machen Standard. Konfigurieren. Kostet uns nichts. Die hatten wir ja noch herumliegen. Haben wir selber umgebaut, ne? Jo. Ansonsten die Felder. Jetzt werde ich nochmal kurz rüberschauen.
Dann muss ich nochmal zum Shop fahren. Was haben wir denn jetzt hier noch stehen? Okay. Ja, die Sonnenblumen brauchen noch ein bisschen. Ich zeige jetzt mal die Mission, die ich meine. Und zwar... Na komm, dann speichern wir. So. Hier, Feld 8. Die wird mir gefallen. Was wir jetzt hier halt mit dem Flüssigdünger... Oder wir sagen halt, hey, nee, wir nehmen dann doch den eigenen Dünger. Ich meine, ich fände mal die Spritze ganz interessant. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr gerne mal dazu kommentieren. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ja, da müssen wir halt, wie gesagt, den Kram vom Shop noch abholen. Das werden wir dann mit dem Fendt machen, weil der einfach schneller ist als der Fiat. Und müssten dann auch nochmal eine Ladung Kalk holen, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ob der Boden hier gekalkt werden muss nach den Kartoffeln. Ich befürchte ja. Schauen wir mal, wir haben hier schon einen Teil abgeerntet. Muss gepflügt werden. Nee, Kalk muss nicht drauf. Gut, da könnte man dann ansonsten auch in unseren Düngerstreuer den, also Kalk raus, Dünger rein und könnten mal zu dem Feld rüberfahren. Wobei, wie gesagt, die Spritze wird mich auch interessieren. Können wir gerne mal diskutieren, ich überlege es mir auch nochmal. Danke euch fürs Zuschauen und bei dem Projekt ganz wichtig die Daumen, damit ich halt weiß, hey, Tendenz, wo geht's hin? Müssen wir mal gucken, ob die PS4 vielleicht dann alle 2 Tage kommt, zum Beispiel. Weiß ich jetzt noch nicht. Aktuell lassen wir es noch so. Morgen kommt auch wieder eine. Könnt ihr auch gerne dazu eure Meinung da lassen. YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch einen schönen Restsonntag. Macht's gut. Ciao.